Dame, kann ich dir? Ich darf dich auch bitten, kurz ein Statement zum Spiel und dann eure Fragen, bitte. Bitte, Dame, bist du zufrieden mit dem Punkt, den ihr hier geholt habt? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Ich habe es ja schon in der Pressekonferenz gesagt, dass speziell vorige Wochen gegen den LASK hat Austria für mich unglaublich gut performt. Hat eine sehr junge Mannschaft und eine sehr hungrige Mannschaft wieder. Gratulation dafür an Manfred Schmidt, was er da entwickelt. Ja, ich denke, das 0-0 ist für uns ein wichtiger Punkt, ein wertvoller Punkt. Erste Halbzeit haben wir es leider nur verteidigt und haben dann nicht geschafft, die Räume, die uns auch der Gegner phasenweise angeboten hat, zu bespielen und danach vielleicht in die letzte Zone zu kommen. Das haben wir versucht, schon unter dem Spiel zu korrigieren, aber da hat es die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler auch nicht so gut, dass sie es im Spiel dann mitnehmen haben können. In der Halbzeit haben wir es dann angesprochen, da war es dann wesentlich besser, zweite Halbzeit. Und ja, unter dem Strich, denke ich, war es ein gerechtes 0-0. Von der Leistung her und von der Intensität, was beide sehr viel investiert haben, speziell zweite Halbzeit ist auf und ab gegangen in beide Richtungen, sind wir mit der Leistung heute sehr zufrieden. Dankeschön, Damir. Fragen bitte, dann könnt ihr loslegen. Stefan Oellerer, Ineos, bitte. Frage nach dem Ausschluss zum Schluss der letzten 14 Minuten ist dann noch gekommen, wo ich wirklich glaube, jetzt kommt die Generaloffensive von Altach, um noch das Ruhe herumzureißen. Konnte Altach nicht oder hat man Angst gehabt, dass man in einen Konter läuft? Eine Generaloffensive haben wir so und so nicht. Also, das ist etwas, was Altach nicht auszeichnet im Moment, sondern Altach versucht sich jetzt zu entwickeln. Wir haben auch überlegt, das System nochmal umzustellen. Wir wollten mit Meiling auf 10 gehen, mit zwei Spitzen dann nochmal zu gehen. Aber natürlich mit den zwei Waffen, was die da vorne haben, die zwei jungen Burschen, die in zwei Jahren sicherlich auf einem hohen Level spielen werden, haben wir natürlich auch den nötigen Respekt, weil die Geschwindigkeit kann man immer ganz, ganz schwierig stoppen. Und das lösen wir dann auch nicht auf. Können, wenn wir das Spiel 0-1 da verlieren oder 1-0 verlieren, sagen wir, wie ist es das möglich, dass wir in Überzahl das Spiel verlieren. Und die Qualität hat jetzt Austria, weil sie lassen die dann nicht aus, oder? Sie haben dann die Möglichkeit, noch einmal gut umzuschalten, Spaß in die Tiefe, das haben sie versucht, speziell kurz nach der Halbzeit, das haben wir dann auch wieder behoben, wo sie dann durch die Mitte wollten. Da habe ich gesehen, dass sie auch was besprochen haben intern, das haben wir dann auch relativ nach 10, 15 Minuten wieder behoben. Und damit waren dann auch diese Dinge wieder erledigt. Nein, Generaloffensive gibt es keine, hätten wir aber auch gewünscht, mehr Offensive von meiner Mannschaft, dass wir haben mit Meilinger, denke ich, noch die Einschussmöglichkeit gehabt und auch mit Bischof, wo wir den letzten Pass nicht korrekt zu Ende gespielt haben, so ist es dann im Fußball. So lange war es ja nicht, ich glaube 10 Minuten und also, dann rechnen wir es zusammen, haben wir 8 und 4 sind 12. Ja. Weitere Fragen. Thomas Schrenk, APA. Ja, beide Mannschaften haben richtig gut verteidigt. Sie haben beide nicht viel zulassen. Ich glaube, Austria Wien hat kaum einen Torschuss gehabt, außer erste Halbzeit im 1 gegen 1 mit Martin Kobras. Sonst waren, denke ich, auf beiden Seiten war es ein chancenarmes Spiel. Ich denke, man muss heute beide Seiten die Restverteidigung loben. Wir haben gewusst, dass wir natürlich auf die eine oder andere Situation lauern, vielleicht eine Standardsituation. Ja, wir sind in einer Entwicklung, wir haben viele neue Spieler und versuchen auch diese Mannschaft wieder dorthin zu bringen, wo sie einmal war. Wir haben das zweite Halbzeit spielerisch besser gemacht. Thurnwald war heute leider nicht so im Spiel, wie wir es vorige Wochen gewohnt waren. Der ist für uns unheimlich wichtig im 1 gegen 1. Ja, und deswegen müssen wir dann auch schauen, dass wir uns im nächsten Spiel wieder verbessern. Gut, alles beantworten? Nein. Thomas Muck, Sportreport, bitte. Ja, da bin ich bei dir. Speziell das Zweite. Manfred Schmidt ist ein Trainer, der Systeme studiert, der versucht, einen Gegenplan zu entwickeln. Das versuchen wir auch. Denke ich, das ist heute der moderne Fußball. Man sieht es ja auch in der Champions League, dass auch Real Madrid sehr tief verteidigt, bis oft auf die 30-Meter-Linie. Das passiert auch bei großen Clubs, nur wollen wir es dort nicht sehen. Und ja, natürlich haben sie andere Qualität, wenn sie dann rauskommen. Beide Mannschaften haben eine Spielidee und beide Mannschaften wollen sich noch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist entscheidend und das wissen wir auch.
Ich habe es ja schon vorher gesagt, bei den Kollegen im Fernsehen draußen, wir haben vorige Saison 65 Tore bekommen, plus minus eins oder weiß nicht, bis 64, 65. Das ist einfach zu viel. Das müssen wir einfach jetzt einmal beheben. Es ist nicht so schwer zu analysieren, warum wir um einen Abstieg gespielt haben. Und das wollen wir jetzt einmal beheben und dann gehen wir in die nächste Instanz auch uns offensiv zu entwickeln. Wir wollen uns einfach an die Top 6 orientieren. Wir wollen schauen, dass wir in die Nähe kommen. Nochmal, die letzten 5 Jahre, als ich gegangen bin, war es so, dass wir ganz vorne mitspielen konnten. Wir haben uns zweimal für die Europa League qualifiziert. Dort wollen wir wieder hin, wenn möglich. Und das ist auch Arbeit. Das geht nicht von heute auf morgen, speziell im Alltag. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten da nicht, dass wir jetzt solche Spieler holen, die uns sofort helfen, sondern die müssen wir entwickeln, diese jungen Burschen. Und da haben wir wirklich ein paar richtig gute. Und den Weg werden wir weiter verfolgen. Wir wollen uns an die Top 6 herantasten und schauen, was uns dann in den nächsten 1-2 Transferperioden noch fehlt, um dann die Mannschaft so fertigzustellen, wie wir uns das auch vorstellen, wenn es möglich ist, wenn der Transfermarkt natürlich auch das Nötige in unserem Rahmen hergibt. Oder? Das hat ja mit unseren Möglichkeiten immer was zu tun. Und da werden wir versuchen, sehr bewusst und zielorientiert weiterzuarbeiten, Werner Grabe und ich. Dankeschön, meine Herren. Nochmals schönen Abend, schönes Wochenende. Danke, Männer. Alltag, gut.